Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cursed Fate. So, wir haben das letzte Mal den Spiegel wieder zusammengesetzt, wir haben dem Typ in dem Büro die Briefe gegeben und ich habe wenigstens ein Wimmelbild mal richtig schnell hingekriegt. Und jetzt sind wir wieder bei einem Wimmelbild. Wie sollte es auch anders sein? Gucken, ob ich die Sachen jetzt auch finde, die hier angegeben sind. Figur, eine Schachfigur, die habe ich da auch schon gesehen, oder? Hier. Und ein Schirmchen. Ein Schirmchen da. Wow, also jetzt gehen die Wimmelbilder mir aber echt schnell von der Hand. Vielleicht muss man sich daran erstmal gewöhnen. Eine Perücke. Da. Ah, die kommt bestimmt auf diese Büste. Nice. Gucken, ob das funktioniert. Hier kann ich ansonsten nichts mehr machen, ne? Okay. Na gut, na gut. Okay, dann muss ich jetzt gehen zu Halter. Hier. So. Oh. Oh. Oh, 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 okay. Ich habe mir letztes Mal schon gedacht, dass ich irgendwas mit diesen Typen machen muss, mit den Broschen und so. Gut, dann machen wir das. Dann machen wir das doch. Diese Brosche gehört zu dem Typ. Und dann gehört zu dem Typ noch. Moment. Was hat denn der für Haare? Okay, die Haare gibt's hier aber nicht. Gut, dann nicht. Die Frau hat diese Kette an. Und diese Haare hat die Frau. Oder? Die Frau mit dem roten hat solche Haare. Dann ist das, glaube ich, eher hier drauf, ne? Und die dann hier. Oder? Nein, warte. Die kommen auf jeden Fall hier hin. Und der Hut kommt da auch noch drauf. Na, komm her. So. Ich glaube, die gehören da nicht hin. Da ist so ein. Die Kette gehört hier hin. Ah, dann. Nein. Dann gehört diese Perücke hier dieser Frau mit diesem Hut. Und welche Brosche hat die? So eine Schleife. Hier. Und dann mit dieser Brosche drauf? Kann das sein? Nee. Okay. Das gehört hier. Nee. Hä? Nee. Das gehört dir auch nicht. Aber das hier. Nee. Hä? Aber die hat doch so, auch so Haare. Hä? Ich bin verwirrt. Ach so, das gehört dem Typen. Die Haare gehören dem Typen. Nee, dann dem Typen. Genau. Dann gehört die Brille gehört. Nein, die Brille gehört auch dem. Dann diese Brosche auch. Ach nee, die Brille gehört dem anderen Typen. Okay. Dann gehört die Brille dem Typen. Das gehört dahin. Das gehört der Frau. Dahin. Dahin. Nee, dahin.
Na, die Feder gehört doch der Frau, oder nicht? Hä? Die Feder gehört dieser Frau hier. Ich will das aber der Frau geben, die Feder. Manu. Gott, die haben ja auch noch Schnäuze. So. Ja gut. Nee. Nee. Ich dachte eigentlich, der Frau hier gehört die Porsche, ja, wollte gerade sagen. Was ist das? Was kriege ich jetzt? Oh, ein Porträtfragment. Das kann ich jetzt zusammensetzen. Perfekt. Das ist dann das Porträt von dem Mann von ihr. Have you found my husband's portrait? Ja. Have you found my... Ja. Thank you. I hope I find him again in heaven. Here, take this. It might come in... Oh, 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 oh. Ja, nice. Dann können wir jetzt hier lang. Kapitel 5. Oh. Okay. Oh nein, hier ist schon wieder jemand. Schon wieder ein Toter. Oh nein, das ist der Typ aus dem Büro. Why me? What for? Why would the horseman want to get... The horseman doesn't choose his victims. Someone is using his cursed skull to control him. They use chalk to mark the ones they want him to kill. And I found some chalk in your house. So try to think who would want to kill you. Who has a motive? I need to think. But return my seal now, please, so that my good name cannot be marred with their dirty deeds. Have you found my seal? Okay. Ich soll sein Siegel finden. Gut. Okay. Verschlossen mal wieder. Joy, Mechanismus, okay. Ein Seil, ein Gewehr. Kieselstein, okay. Okay. Ich muss halt mich erstmal hier umgucken. Okay. Was haben wir hier? Ein Teleskoprad. Aha, Nadel. Damit könnten wir eigentlich Schlösser knacken, falls er das kann. Okay. Da nicht eine Schere, weil ich die mitnehme und die kann ich mitnehmen. Kann ich vielleicht wirklich? Geht das? Ja, das geht. Nice. Eine Drehbank, okay.
Was soll ich denn damit machen? Was ist das? Eine Drehbank, immer noch, okay. Eine brennende Kerze, okay. Ein Ladestock, okay. Im Kamin brennt ein Feuer. Okay. Ich nehme erstmal alles einfach zur Kenntnis. Hier scheint etwas zu fehlen, ja, das sieht man ja. Die Laterne brennt nicht. Dazu bräuchten wir jetzt Feuerzeug oder so. Ein Streichholz meine ich. Dann könnten wir das natürlich auch anzünden. Hier fehlt natürlich der Code. Den habe ich natürlich erstmal nicht. Also da, das Teil dafür, den Code. Teleskop Rad. Kann ich das vielleicht kombinieren? Ja, nice. Ein Teleskop. Gut, wozu brauche ich das? Kann mir das einer sagen? Wozu brauche ich das? Ladestock? Geht auch nicht. Okay, okay. Gut. Teleskop. Ah, Brief. Hatten wir das schon? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier war das Letzte, was wir gehabt haben, ne? Der Retter tauchte überall auf, wo gekämpft wurde. Er stürmte auf einem schwarzen Pferd, schlachten und köpfte überall Menschen, um noch furchterregender zu erscheinen. Spitzte er seine Zähne. Seine Schwert soll Gerüchte zufolge ein Geschenk des Teufels gewesen sein. Der Reiter hat im Winter 1879 im Wald bei Sleepy Hollow den Tod gefunden. Man sagt, zwei Zwillingsmädchen hätten ihn in eine von Soldaten gestellte Falle gelockt. Sie stießen ihn vom Pferd, ach, das hatten wir auch, glaube ich, ne? Köpften ihn mit seinem eigenen Schwert und vergruben ihn. Seitdem ist der Wald verflucht. Selbst die stärksten Männer wagen sich nicht hinein. An jenem Tag wurde im Land die Saat des Bösen gesät. Es vergingen 20 Jahre, bis der Reiter aufwachte. Auf seinem Rachefeldzug köpfte er nun alle, die ihm über den Weg laufen. Man vermutet, dass er seinen Kopf sucht. Wer seinen Kopf besitzt, übt Macht über den Reiter aus. Macht über einen Dämon, den weder Schwerter noch Kugeln töten können. Das hatten wir noch nicht. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, den Reiter zu verbannen. Man muss ihm seinen Kopf zurückbringen. Nur dann kann er in der Hölle bleiben. So lässt sich der Fluch aufheben. Oh, sehr gut. Dann wissen wir ja, was wir machen müssen. Ist ja schon mal sehr gut. Oh, Tinte. Kann ich das irgendwie abkratzen? Nein? Okay, schade. Dann gehen wir mal zurück. Und gucken nochmal hier. Teleskop. Was soll ich mit einem Teleskop? Ich habe keine Ahnung. Ladestock. Was soll ich denn damit machen? Okay. Ich wäre jetzt einfach mit dem Ding hier durch diese Stäbe durchgegangen und hätte den Knopf gedrückt, aber okay. Gut. Will er nicht? Okay, alles klar. Attack jetzt. Dann kann ich auch nichts mitmachen. Ich bin noch ein bisschen ratlos bisher. Bin ich eigentlich echt ein bisschen ratlos. Du hast ein Siegel gesucht, ne? Ah, hier ist noch was, hier ist noch was. Na. Das Abflussrohr ist kaputt. Okay. Nehme ich erstmal so zur Kenntnis, ist irgendwo... Ah! Noch ein Stein, okay. Ah, Patronen. Also Kugeln. Für das Gewehr. Oh, da hat was geglitzert. Halt, stopp. Nee, nein, okay. Schade. Gut. Dann hier.
Hä, ich sollte eine andere Reihenfolge ausprobieren? Was? Ich dachte, ich soll die Kugeln da einsetzen. Nein? Okay. Dann halt nicht. Gut. Was tue ich noch? Was soll ich noch tun? Was gibt's noch? Oh, hier ist zu. Ein Käfig habe ich gefunden. Noch ein Stein. Man muss immer ein bisschen Backtracking machen bei diesem Spiel. Oder bei den Spielen allgemein. Und zurück kann ich gar nicht mehr. Ich kann jetzt nur noch hier so rumlaufen. Okay. Gut. Ein Käfig. Jo. Was auch immer ich mit einem Käfig machen soll. Torhebemechanismus. Verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist zu viel für mich. So. Noch ein paar Sachen gefunden. Ein Holzkästchen. Kann ich das nicht aufmachen oder so? Die Kette vielleicht hier irgendwo dran befestigen? Nö. Vielleicht kann ich ja... Nein? Okay. Schade. Gut. Joa, was mache ich denn jetzt mal? Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was ich machen soll. Es ist ein bisschen suspekt gerade. Kieselstein? Soll ich vielleicht Kieselsteine hier hinlegen? Ich kann mir das aber nicht vorstellen irgendwie. Ich nehme mal einen Tipp, weil ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Okay, ich soll da irgendwas befestigen. Ach, die Kette geht da dran. Ja, jetzt geht's auf einmal, oder was? Eben habe ich das probiert und es ging nicht. Wie? Meh. Okay. Jetzt muss ich da ja irgendwas dranhängen. Aha. Aha, okay, gut. Okay, gut. Und jetzt? Was? Ich weiß, was? Ah. Nein, ich will... Ich will das Tor heben. Okay. Was soll ich hier jetzt bitte machen? Was? Oh Gott, warum ist denn das so schwierig gerade?
verstehe das überhaupt nicht, was ich hier tun soll. Ohne Witz. Was soll ich hier machen? Gott, okay. Ja gut. Ich würde sagen, mit dieser miserablen Leistung, dieses Spiel ist echt knackig zum Schluss nochmal. Weil das ist ja jetzt das letzte Kapitel. Deswegen zum Schluss. Oh, das sieht schön aus hier mit dem Glitzer. Dann würde ich sagen, ich erlöse euch jetzt und sage, bis zum nächsten Mal bei Cursed Fates. Ciao.